Also Ja, wann ziehst du genau. die Daten rein für einen Aktualisierungsgrad, oder? Ja, also das geht fortlaufend. Was man regelmäßig aktualisieren kann, sind die Aktienpreise. Das machen wir jeweils zu einem Viertel pro Woche, sodass nach 4 Wochen die Aktienpreise aktuell sind. Dort gibt es manchmal Situationen, dass die Datenbanken uns keine aktuellen Aktienpreise liefern, und das sind dann Fehler, die wir identifizieren müssen und schauen müssen, woran das liegt. Aber typischerweise werden die Aktienpreise relativ häufig aktualisiert. Und zwar, das sieht man dann am kombinierten Rang oder am Value-Rang, weil dort gibt es dann ein neueres Datum. Was nicht so oft aktualisiert werden kann, sind die Bilanzdaten. Wenn Unternehmen das jedes Quartal veröffentlichen, dann haben wir relativ bald, also nach 2 Monaten, haben wir neue Daten. Das heißt, Bilanzdaten bei Quartalsupdates sollten nicht älter sein als 3 Monate. Es ist aber so, wenn du Halbjahresabschlüsse machst, dann verzögert sich das bereits. Dann sind es dann kann es dann bereits 6 Monate, nein, mehr, 8 Monate alt sein. Also es springt dann sehr schnell rauf, oder? Also dann, wenn der letzte Abschluss jetzt der Juni ist, dann ist das eigentlich noch zu erwarten, dass dieser Abschluss noch nicht in der Also, dass der neue Abschluss noch nicht in der Datenbank ist, sondern nur der Juni-Abschluss ist in der Datenbank. Das heißt, bis Ende Februar dürftest du keinen neuen Abschluss erwarten. Also da sprechen wir von 8 Monaten Verzögerungen. Und dann gibt es noch seltene Fälle, oder die nur einmal im Jahr aktualisieren, und dort kann es dann bis 15 Monate alt sein. Barrick Gold kann durchaus ein Fall sein, dass so nicht Quartalsdaten verfügbar sind. Aber es gibt auch immer Aktualisierungsprobleme, wenn also wir keine neuen Daten kriegen oder wenn die Daten untypisch eingegeben sind beim Datenprovider, müssen wir sie korrigieren. Das passiert gerade bei Unternehmen, die halbjährlich veröffentlichen, ist manchmal nicht sauber erfasst, in welcher Periode dieses halbe Jahr zuzuordnen ist. Und dann müssen wir das korrigieren. Deshalb zeigen wir auch diese Datums. Wir zeigen das Finanzberichtdatum im Interface. Also da könnte man bei Barrick Gold jetzt nachschauen. Wenn du sagst, es ist ein Novemberdatum, ist das vermutlich kein Bilanzdatum. Kann aber auch sein. Es gibt Unternehmen, die haben ganz komische Abschlussdatums. Die haben 28. Mai oder so. Es kann schon sein, dass das Finanzberichtsdatum auch vom November ist. Dann würde ich mir keine Sorgen machen. Dann kommt ein neueres erst in einem Monat oder zwei. Aber es kann jetzt auch sein, dass du vom Value-Rang sprichst, der mit Richtig. aktuellen Aktienpreisen gerechnet werden soll. Und da kann sein, dass dort eine Datenlücke besteht. Dem muss ich dann nachgehen. Also du kannst das jeweils mir melden, wenn du etwas siehst, das alt ist. Und dann würde ich schauen, warum wir das nicht aktualisiert haben.